HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Ja, moin moin und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von HSV, wir müssen reden. Mein Name ist Alexander Laux und mir gegenüber sitzt ein Mann der Superlative. Ich zähle jetzt nur mal ein paar kurze Zahlen auf. 581 Bundesligaspiele für den HSV zwischen 71 und 91. 62 Pokalspiele, 81 Internationalspiele, wie viel Freundschaftsspiele dazukommen, weiß ich gar nicht, aber wahrscheinlich insgesamt über 1000 Spiele. Und die Erfolge waren jetzt auch nicht so knapp. Dreimal Deutscher Meister, zweimal Pokalsieger, zweimal Europapokalsieger und mit der Nationalmannschaft Europameister 1980, Vize-Weltmeister 82 und insgesamt waren es 69 Länderspiele und immerhin 8 Tore. Zur Begrüßung, die jetzt auch schon nicht so kurz war, habe ich mir aber nochmal Verstärkung geholt und zwar von Harry Beere, dem legendären HSV-Spieler mit der Bundesliga Passnummer 001. Hallo Manni. Mensch, das ist ja eine erfreuliche Nachricht, dass du beim Hamburger Abendblatt diesen Podcast, den ich auch neulich mitgemacht habe, was ich sehr gut fand, dass du, musst mir aber einen Gefallen tun, rede nicht so viel, weil früher meinte man nicht mehr immer den Schweiger. Ich kenne dich ja nun auch Zeiten des Schweigens. Aber mittlerweile haben wir ja viele gemeinsame Dinge mit Golf und so weiter. Und ich muss immer dich bitten, lass mich auch mal zu Wort kommen. Also es hat sich eigentlich total geändert. Du weißt, was ich von dir halte. Du warst bis einer der erfolgreichste HSV überhaupt. Hast dich leider, was ich auch immer moniert habe, bei dir zu lange zurückgehalten. Hast du nicht nötig. Du bist nun mal eine Ikone, mehr als das. Und ich habe einen Wunsch, dass ich, wenn wir demnächst wieder Golf spielen oder zusammen sind, dass ich nicht immer sagen muss, lass mich auch mal was sagen. Alles Gute, du wirst es schon gut meistern. Bleib locker, wie du bist. Alles Gute, Alter. Also, tschüss. Danke. Ja, herzlich willkommen, Manfred Manikals. Hallo, moin moin. Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist, Manni. Und stimmte das eigentlich früher mit dem Schweigen oder war das auch ein bisschen ein Klischee, was sich da so aufgebaut hat über die Jahre? Warst du wirklich schweigsamer Typ damals? Nein, das ist ein völliger Blödsinn. Das hat irgendein Journalist aufgebracht. Ich glaube, das war einer von der Bild-Zeitung damals. Der wollte immer, hat mich immer genervt und gefragt. Und wenn er was gefragt hat, habe ich ganz kurz nur geantwortet und bis er nicht mehr angerufen hat. Und daher kam das. Dann, dafür gab es einfach eine Warnstrafe. Dafür wurde man dann in die Presse, in die Pfanne gehauen. Und dabei kam der Schweiger raus. Aber ja. Ansonsten habe ich damit kein Problem. Ja. Irgendwo habe ich auch mal gelesen, Spitzname Schwätzer. Aber das war eher ironisch gemeint. Aber ja, wenn ich gut drauf bin, wird auch mal ein bisschen mehr erzählt. Das hat Harry ja auch gerade eben schon bestätigt. Und, aber es kommt darauf an, wie die Laune ist und wo ich bin und wo man sich bewegt. Na klar. Erzähl doch mal kurz, wie geht's dir in diesen besonderen Zeiten? Also wie normal ist dein Alltag noch mit Corona? Ja gut, mein Alltag hat sich nicht so viel geändert. Ja. Ich gehe jeden Tag mit dem Hund spazieren im Stadtpark hier in Hamburg. Du wohnst in Winterhude? Ich wohne in Winterhude, ja. Und ich gehe jeden Tag mit dem Hund spazieren. Und also für mich ist es ganz normal. Die erste Zeit war natürlich schwierig, aber als Fußballer oder ehemaliger Fußballprofi ist man in der Disziplin gewohnt. Und da muss man halt auch mal 2-3 Monate die Füße stillhalten und sich an die Regeln halten. Und insofern war das für mich kein Problem. Mhm. Findest du die Maßnahmen denn okay oder noch zu sanft? Wie siehst du das? Das ist schwer zu sagen. Es reden zu viele Leute mit. Ja. Und es gibt viele Meinungen, aber man muss was machen, das ist klar. Weil im Frühjahr waren die Alten gefährdet. Oder ich gehörte auch zur Risikogruppe. Jetzt betrifft es inzwischen auch schon Schüler und junge Leute. Also man darf da nicht sorglos mit umgehen. Das ist schon eine Sache, die auch an die Substanz geht bei vielen. Ja. Mhm. Inwieweit konntest du denn dieses Jahr deine Fußballschule, die du ja schon seit vielen Jahren, glaube seit 2005 betreibst, an der Ostsee jetzt zuletzt noch betreiben? Ja gut, wir hatten natürlich auch Auflagen im Hotel am Weißenser Strand an der Ostsee oben. Das Hotel hatte große Auflagen, hat sie überragend gelöst mit Desinfektion und so weiter und Abstand halten. Und wir haben auch trainiert, wir waren gut besucht in der Schule, wir haben viel Spaß gehabt und die Kinder haben sich auch gut dran gehalten. Wir haben auch in kleinen Gruppen trainiert. Das konnten wir so regeln auf Platz 3-3, 4-4 mit Abstand. Geht natürlich schon immer beim Fußball. Ja. Ist sehr schwer, aber es ist nichts passiert. Und wir sind gut durch den Sommer gekommen. Es war recht gut besucht, ja. Aber wie macht ihr das jetzt für das nächste Jahr? Könnt ihr jetzt eigentlich noch gar nicht richtig planen?
Oder wie macht ihr das? Ja, wir sind dabei jetzt. Wir haben das ganze Jahr schon verplant mit Terminen. Die kommen jetzt in 2 Wochen raus. Und ja, wollen wir mal sehen, was bis dahin ist. Corona, wir wissen nicht, was passiert. Wir haben dieses Jahr auch einige Veranstaltungen absagen müssen. In Vereinen zum Beispiel, wo dann 60, 70, 80 Kinder kommen. Und das ging natürlich nicht. Da sind 4 Veranstaltungen abgesagt worden. Die haben wir jetzt ins neue Jahr verschoben. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie es weitergeht mit Corona. Mhm. Das ist, ja, auf unbestimmte Zeit. Termine haben wir gemacht, klar, aber es kann auch sein, dass wir wieder Absagen haben oder müssen, je nachdem, was passiert. Ja. Da müssen wir abwarten. Wir müssen vielleicht auch für die ein bisschen jüngeren Zuhörerinnen und Hörer mal sagen, du hast ja nach deiner Karriere auch nicht ganz viele verschiedene Sachen gemacht. Ich gebe nur mal ein paar Stichworte. Du musst mir dann sagen, wenn ich was vergessen habe. Also natürlich einmal Vertriebsdirektor Coralba. Italienisches Mineralwasser. Mineralwasser, genau. Dann warst du auch Versicherungsagentur, hast du mal gemacht, mit einem Kollegen oder einem Freund zusammen. Nein, Versicherungsagentur hatte ich während meiner ganzen Karriere, war ich an einer Agentur beteiligt, die ist Eichmann Calcio damals. Und anschließend habe ich noch eine Ausbildung gemacht als Vermögensberater bei der Deutschen Vermögensberatung, wo Schumi Aushängeschild war. Und das hat auch Spaß gemacht, habe ich aber nur 4 Jahre gemacht. Und danach habe ich eine Fußballschule gemacht, nebenbei immer gemacht. Mhm. Fußballschule und ja, bis heute. Sport- und Eventmarketing, Vermarktungsagentur Eiber, warst du auch mal? Da war ich auch 2 Jahre involviert, ja, draußen bei Lüneburg. Bei Lüneburg, ja. War eine tolle Zeit, hat Spaß gemacht. Aber wie es so ist, manchen Firmen geht es schlecht, es fallen Arbeitsplätze weg und man muss sich verändern, das ist nicht so einfach in der heutigen Zeit. Ja, ja. Man muss es ja sagen, du bist jetzt ja auch schon im Rentenalter, ne, Manni? Tut mir leid, das sagen zu müssen. Vielen Dank, ja. Aber machst du neben der Fußballschule im Moment noch was oder konzentrierst du dich darauf? Na, also Fußballschule, wenn alles gut läuft, haben wir ein halbes Jahr zu tun, also in der Ferienzeit, so 4-5 Monate und da sind wir wirklich auch gut beschäftigt. Es ist im Sommer sehr anstrengend, wenn es heiß ist. Also, da stehst du 6 Stunden auf dem Platz und so weiter. Und gut, ich kann mir das einteilen. Ich habe da auch mal einen Co-Trainer mit. Im Moment ist mal Dieter Schlienbein bei mir mit dem Training, der mir hilft. Und je nach Aufwand haben wir dann 2, 3 Trainer, die das Ganze dann begleiten. Mhm. Und eine Sache hätte ich beinahe noch vergessen. Du hast ja auch mal in Wein gemacht mit deiner Schwester zusammen. Du bist ja in Ludwigshafen geboren. Deine Schwester lebt in der Pfalz. Ja. Das ist aber seit einigen Jahren auch vorbei, oder? Warum eigentlich? Meine Schwester hat sich vom Winzer getrennt, das ist ganz einfach. Ach so. Und dann wurde der Wein teurer, dann habe ich dann woanders bestellt. Na, Spaß beiseite. Nein, die hat sich getrennt und ich habe das dann noch eingestellt. Ich verkaufe heute noch Wein, aber nur im Bekanntenkreis. Ich bin im Jahr viermal in der Pfalz zum Wandern mit Freunden und Bekannten. Mhm. Das sind immer so zwischen 12 und 24 Leuten. Dann machen wir Wandern, gutes Essen. Klingt sehr gut. Und Weinproben. Das findet so 3-4 Mal im Jahr statt und das macht viel Spaß. Mhm. Ja, dann könntest du ja eigentlich auch bei unserem Podcast 4 Flaschen auch mit unserem Chefredakteur auftreten, dann bist du ja ein richtiger Weinkenner. Oder beschränkt sich das eher? Ich habe für euch eine Kiste mit im Auto unten. Aber erstmal gucken, wie das hier läuft. Vielleicht kriegst du noch eine. Okay, dann würden die mit dem Sommelier ist aber gefährlich, ne? Da ist beinhartes Urteil, ne? Das stimmt. Ob der schmeckt, also. Preis-Leistung stimmt immer bei uns. Okay, sehr gut. Ja, Manni, es ist natürlich nicht ganz ein Zufall, dass ich dich ausgerechnet in der Woche jetzt eingeladen habe zu uns in den Podcast. Die Nationalmannschaft spielt am Dienstag in Sevilla gegen Spanien. Und wenn ich jetzt richtig rechne, hast du vor 38 Jahren hat sich da ein legendäres WM-Spiel in Sevilla zugetragen zwischen der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Frankreich, Halbfinale, ja. Genau. Und ich habe mal ein paar Schnipsel zusammengeschnitten. Wir hören einmal kurz in den Originalkommentar rein. Das Nervenspiel beginnt. Meine Damen und Herren, Sie sind sicher mit mir einverstanden. Wenn ich ganz, ganz knapp antippend kommentiere, Sie kennen die Spieler, Sie sehen, wer schießt und Sie sehen, wohin der Ball geht. Es ist ein grausames Spiel, vergleichbar im Tennis, im Tiebreak. Die Engländer, die Amerikaner haben das mal Sudden Death genannt, schwer zu übersetzen. Die Mannschaft, die verschießt, sie ist weg von einer Sekunde. Kalt. Er hat es geschafft. Das muss doch wie erlösend wirken, wenn der Ball...
Ja, für mich unvergessen, ehrlich gesagt. Wie ist es bei dir? Wie sind die Erinnerungen? Ich habe das zum ersten Mal gehört jetzt. Ja, ja, aber es war für mich damals Jugendlicher ein legendäres Spiel. Verlängerung 1-1, ihr liegt 3-1 zurück, schafft noch das 3-3, rettet euch ins Elfmeterschießen und dann verschießt Uli Stielicke, ein anderer Franzose, den ich jetzt gerade nicht drauf habe, und ihr gewinnt dann am Ende mit Horst Rubesch. Du hast damals den ersten Elfmeter geschossen. Ja, normalerweise war Paul Breitner immer der Schütze Nummer 1, ich Nummer 2. Aber an dem Tag, ich weiß noch nicht warum, hat er gesagt, schießt du zuerst. Weil es war schon, klar, es stand auf der Kippe, es ging um alles. Und ja gut, ich war mir eigentlich sicher, dass ich ihn reinmache. Aber wie gesagt, ich habe den ersten gemacht, Rubesch den letzten. Die beiden HSV haben die entscheidenden Tore geschossen. Ja, genau. Der erste war natürlich wichtig, der erste ist immer wichtig, dass er reingeht. Gut, Stielig hat verschossen, dann wurde es nochmal eng. Aber die Franzosen waren auch ziemlich fertig. Wir haben in die Verlängerung gespielt und es war sehr warm. Wir waren alle ziemlich am Ende, damit unser Spiel hat Substanz gekostet. Die hat uns dann im Finale gefehlt. Ja, gegen Italien habt ihr dann 3-1 verloren. Aber du hast ja viele Elfmeter geschossen in deiner Karriere, sehr, sehr erfolgreich auch. Aber ging dir damals dann doch besonders die Pumpe in so einem Spiel? Nein, eigentlich nicht. Man ist so konzentriert, man ist so fokussiert im Spiel drin und da macht man sich keine Gedanken für. Ich war mal ziemlich sicher, dass ich ihn reinmache und das. Hast du dann eigentlich immer den Torwart versucht auszugucken oder wie hast du das? Das war unterschiedlich. Ich habe je nach Gefühl mal links, mal rechts. Kam auf die Tagesform drauf an, wie ich drauf war. Ja, also du hast von 60 Elfmetern hast du 53 verwandelt. Unglaubliche Quote. Sag mal, die wichtigen, die rein mussten, die waren alle drin. Und gut, es waren auch 7 Nieten dabei, aber der erste, den gehalten hat, dann war Kargus, als er in Nürnberg gespielt hat. Der wusste immer, wo ich hinschieße, weil wir die auch im Training immer geübt hatten. Und ich hatte ja auch, wir haben im Training auch 11 Meter geübt, ja, mit Kargus. Und gegen Kargus war das nicht so einfach. Ja, ja. Wenn er einen guten Tag hatte, auch Uli Stein hat 11 Meter gehalten. Aber wie gesagt, Übung ist alles. Da wird auch immer einer verschossen, ist auch klar. Aber man muss da Selbstvertrauen haben und dann klappt das auch. Ja, ja. Trotzdem, 53 verwandelte Elfmeter ist bisher auch Rekord. Das hat noch nicht mal Gerd Müller geschafft, das muss man ja auch mal sagen. Und bei so vielen ist ja klar, dass auch mal einer daneben geht. Trotzdem ist das immer noch Rekord. Wobei auch 6 Eigentore, ne, muss ich an der Stelle auch gleich nochmal sagen, ist auch allerdings nicht mehr alleiniger Rekordhalter. 6 finde ich ja gut. Früher waren es mal 7. Aber oder 7. Es werden immer weniger. Habe ich dir einen weggenommen? Kann auch sein, 7. Also, das ist sowieso ein Witz. Wer hat das erfunden? Eigentore? Ich weiß es nicht. Als ich dann mein Eigentor gemacht habe, wurde ich auf dem Papier. Da wurde ich auf der Linie angeschossen, ja, und der Ball war drin. Und ob das dann ein Eigentor ist, gut. Aber das war auch ein Rekord und der wurde immer erwähnt, erstaunlicherweise. Aber nochmal zurück zur WM. Die negativen Sachen vergessen die Leute nicht. Das ist ja schön. Das musste ich jetzt nur eigentlich auch Spaß nochmal einstreuen. Nochmal kurz zurück zur WM 82, zum Titel, wie wir wissen, hat es jetzt nicht gereicht. Lothar Matthäus hat später mal, ich habe ihn mal im Interview nach dem Turnier gefragt und er hat gesagt, vor dem Turnier ist eigentlich wirklich alles gemacht worden, was nicht zum Fußball gehört. Insofern muss die Finalteilnahme noch höher eingeschätzt werden. Hat er recht? Ich weiß nicht, was er damit meint. Na, da gab ja diesen legendären Trainingslager wahrscheinlich am Schlusssee. Ja, wir haben ein tolles Trainingslager gehabt. Das Problem war, wir hatten einige Verletzte, es war sehr heiß und wir haben auch viele Regeneration gemacht. Aber gut. Es wurde auch mal ein Glas Wein getrunken zum Abendessen, was völlig ganz normal war, dass auch mal ein Glas Wein oder ein Glas Bier getrunken wurde. Ja. Ich glaube, Toni Schumacher hat damals in seinem Buch ein bisschen was erzählt, was nicht so gut ankam, auch über das Trainingslager. Ja, es gibt manchmal in Mannschaften auch manchmal so Klicken, die sich so aufteilen. Und ich war nicht in seiner Clique dabei, ich weiß nicht, was sie so gemacht haben. Ja, okay. Das Frankreich-Spiel war sicherlich eins der aufregendsten Länderspiele für dich. War das auch was war dein Bestes, an das du dich erinnerst? Mein bestes Länderspiel? 78 in Córdoba, gegen Österreich. Da waren wir super stark. Spaß beiseite. Es gab viele gute Spiele, aber jetzt speziell würde ich jetzt keins herausheben. Da gab es einige, die dazu geführt haben, dass wir uns qualifiziert haben. In Irland damals habe ich ein Riesenspiel gemacht, gegen Argentinien, Italien. Und ich spiele da jetzt ganz, mir fällt da gar ganz ein, jetzt, wo ich da so gut drauf war.
Ja. Okay, also 74, was 74 warst du ja noch nicht dabei, da war einfach die Konkurrenz, du warst ja noch ziemlich jung, da war die Konkurrenz auch mit den Bayern, auch mit oder auch mit den Gladbachern, mit Vogt. War schon, 74 war ich schon 24, nur damals muss man 5-6 Jahre warten, bis mal einer gewechselt hat. Das ist nicht so wie heute. Damals hat bei die Vogt gespielt und der war ja gesetzt immer. Und ich hatte Glück, dass dann Beckenbauer weggegangen nach Amerika gegangen ist, nach Kosmos, und dass der Posten frei wurde, hab ich umgesattelt auf Libero, weil es gab keine andere Chance zu spielen. Und dann habe ich dann 2 Jahre Libero gespielt. Ja. Ich bin dann wieder zurückgegangen auf Verteidiger im Verein, weil die Außenseite, das hat mir dann das Offensivspiel doch besser gelegen. Ja. Libero hat Spaß gemacht, klar. Wir haben auch erfolgreich gespielt. Wir waren ungeschlagen, 77 auf der Südamerika-Tour. Wir haben eine tolle Mannschaft gehabt, super gespielt, nur auch 78 hatten wir dann wieder so 2-3 Klicken in der Mannschaft, die Köln-Abteilung, Hamburg-Abteilung und so weiter. Das hat nicht ganz gepasst und hat es am Ende auch nicht gereicht. Das war ja auch damals in Argentinien, auch da war der, wie hieß das, Asco Chinga oder so? Ja, ne? Asco Chinga, das ist in einer Kaserne mitten auf dem Land, das war unglaublich. Und das kann man mit heute gar nicht vergleichen. Also heute, was habt ihr da den ganzen Tag gemacht? Also viel telefonieren konnte man auch mit Journalisten gesprochen, die waren auch mit auf dem Gelände. Musstest selbst du mal mit Journalisten sprechen? Da musste ich auch mit den Leuten umgehen, ja. Ja, das war nicht so einfach. Und eine Stunde zum Stadion und so weiter. Und also es war Landabteilung. Da kann man mit heute nicht mehr vergleichen. Das war eine Abenteuerreise eigentlich. Ja, ja. Und dann, du hast es ja wieder irgendwie als Schmach von Cordoba in die Geschichte ein. Wie oft wirst du bis heute eigentlich nochmal drauf angesprochen, auf das Spiel, auf das 2-3 gegen Österreich? Damit muss man leben, wie ich schon sagte, die negativen Sachen bleiben auch hängen. Ja. Da erinnert sich komischerweise jeder dran. Cordoba, Eigentore, unglaublich. Ja. An die guten Sachen haben sie alle vergessen. Nein. Aber du hast ja doch immer selbst gesagt, dass hier dass man auch verlieren können muss und dass du ja auch viele, ihr habt ja auch ein paar zweite Plätze gehabt, du hast ja viele Titel gewonnen, aber eben auch mal durchaus mal eben als Zweiter reingegangen. Ich hatte jetzt gerade 50-Jähriges, ja, mit unserer A-Jugend. Der damalige A-Jugend hatten wir 50-Jähriges. Nach 50 Jahren haben wir es wieder gesehen. Und wir haben damals in Bochum das Finale, wir waren Favorit. Für Altrip damals noch, ne? Für Altrip haben wir 2-0 geführt, haben noch 3-2 verloren, weil wir alle Tore selbst geschossen haben. Ich habe den Film nochmal gesehen. Und wir haben es nach 50 Jahren wieder getroffen. Das war ein Riesenerlebnis vor 2 Monaten. Und haben jetzt auch wieder Kontakt. Und es war, ja, und da habe ich mein erstes Spiel verloren. Das war damals in der Jugend. Ja, ganz bittere wahrscheinlich damals. Und das habe ich immer verfolgt. Ich habe immer erst verloren, dann haben wir gewonnen. Auch im Pokal war es so. DFB-Pokal. Zuerst verloren gegen Frankfurt in Düsseldorf. Das nächste haben wir gewonnen. Meisterschaft Zweiter gewonnen, nächstes Jahr Erster. Zweiter, Erster. Also ich bin noch 5-6 Mal Zweiter gewonnen. Sonst wären noch ein paar Titel dazugekommen. Ja. Aber wie gesagt, aus Niederlagen kann man auch lernen. Und das haben wir, ja, mussten wir lernen und haben es auch gelernt dann. Du hast ja auch mal früher gesagt, also ihr habt ja auch so viele Spiele gemacht. Ihr hattet ja gar nicht die Zeit, da euch lange mit Niederlagen aufzuhalten. Ne? Und dann ging es ja gleich schon wieder weiter und dann konnte man das auch vergessen machen. Das ist auch Erfahrungssache. Man lernt da draus, und wenn man verliert, man weiß dann auch, warum man verloren hat. Und im Fußball ist es schön, das kann man eine Woche später wieder ausgleichen. Oder ein paar Tage später. Ja, sag noch mal kurz, du bist dann, damals war Jupp Derwall Bundestrainer, du bist dann zurückgetreten, ihr habt ein bisschen Differenzen gehabt über die Taktik, oder was war da los damals? Klär das doch noch mal ganz kurz auf, bitte. Ja, alle fing damals an, wie die Holländer zuerst mit Raumdeckung zu spielen, wir haben doch Manndeckung gespielt, und da habe ich mit dem Theater, weil Ennard Steeds kam an mir vorbeigelaufen, der linke Verteidiger, ich habe rechts gespielt, auf einmal war der bei mir, ich sage, was machst du hier? Ja, mein Mann ist hier, ich sage, geh drüber, meiner ist da drüben, wir tauschen. Und das hat Derwall nicht so ganz verstanden, da haben wir uns in die Wolle gekriegt. Wir haben das unter 4 Augen damals geklärt, aber da haben wir zu viele taktische Fehler auch gemacht nach dem Europameistertitel, und das hat dann nicht mehr gepasst. Ja, okay. Bereust du das ein bisschen, dass du dann gesagt hast, hier Schluss? Ja, ich hätte noch 2 Jahre spielen können. Als Beckenbauer kam er dann danach, hätte 86 noch, war ich noch topfit, hätte ich noch mitfahren können, aber Franz hat dann auf Berthold gesetzt, gut, die sind dann auch nur Zweiter geworden, 4 Jahre später wieder Weltmeister. Aber es war dann okay für mich. Wenn ich immer Nein sage, dann ist es auch so, und im Nachhinein war das auch richtig. Ja. Wie sehr verfolgst du die Nationalmannschaft heute noch? Guckst du dir solche Spiele wie gegen Ukraine an? Nein, eigentlich nicht. Ich bin ein schlechter Zuschauer. Leider. Ich hab lieber gerne selbst gespielt auf dem Platz und das Spiel mitbestimmt. Aber zugucken ist für mich eigentlich langweilig. Macht keinen Spaß. Mhm. Das bringt mir nichts. Liegt das auch am Produkt? Also ist dir das... Das kann auch inzwischen auch im Produkt liegen. Ja, es geht es spielen fast nur noch A-Jugendmannschaften auf dem Platz. Ja. Weil die so jung sind, die Typen. Ja, 18, 19 spielen Leute, und das gab es früher natürlich nicht. Früher hast du mal eine Chance gehabt, 3, 24. Hm.
dafür spielen. Haben wir früher auch länger gespielt. Und die spielen heute auch nicht mehr so lange, weil anders trainiert wird. Und es hat sich vieles geändert im Fußball. Leider. Kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Aber es ist, auch die Quoten sind ja auch insgesamt zurückgegangen im Fernsehen. Also es geht ja vielen so, dass irgendwie die Attraktivität nicht mehr ganz so groß ist. Oder was fehlt dir denn da jetzt nochmal? Kann man das irgendwie nochmal genauer fassen? Ist einfach zu viel im Fernsehen. Wir gucken heute englische Liga, ja? Wir gucken italienische Liga, dann die Spanier, dann kommt Amerika dazu. Wir gucken Fußball aus der ganzen Welt. Man kann den ganzen Tag, wenn man will, im Fernsehen Fußball gucken und das ist natürlich übersättigt, sag ich mal. Es geht auch keiner mehr zu einem Amateurverein. Der ganze Amateurfußball geht kaputt, ja? Weil die keine Zuschauer mehr haben und. Ich sehe das auch bei uns in der Pfalz auf dem Dorf. Da stehen 3 Leute draußen, früher waren es da 100, ja. Ist nur noch Konsum. Alle sitzen zu Hause. Und es wird weniger, weil es irgendwann auch langweilig. Ich gucke ganz selten, mir auch lieber Golf. Ja, auf Golf können wir ja, ich schiebe das jetzt mal vor, du machst ja mit, damals hast du mit Hansi Müller auch zusammen in der Nationalmannschaft gespielt. Und der hat natürlich auch eine kleine Frage an dich, Stichwort Golf. Lieber Manni, wir haben ja neulich zusammen gegolft und du weißt ja, dass ich inzwischen auch unter die Golfer gegangen bin vor 3 Jahren und du golfst ja schon ewig und richtig gut. Wie bist du eigentlich zum Golfen gekommen? Das würde mich mal interessieren. Erzähl doch mal, plaudere doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, okay? Okay. Ja, dann. Das klingt nach einer guten Geschichte. Zum Golfen bin ich gekommen über Kevin Keegan. Wir waren im Trainingslager in Quickborn und da ist ein See. Und da hat er mal uns gefragt, wenn ich den Ball über den See schlage, was wetten wir? Dann haben wir gesagt, ja, jeder ein Zehner, das schaffst du nie. Wie groß war der See denn? Der See ist, ich sag mal, maximal 150 Meter. Lass ihn 200 sein. Auf jeden Fall, der kleine Engländer hat das Ding aufgeteet, hat den Ball weggehauen, in den Wald hinein, haben wir gar nicht mehr gefunden und hat sich kaputt gelacht. Ja. Der kannte und hat abkassiert. Und hat abkassiert, ja klar. Da bin ich zum Golfen gekommen, das hat Spaß gemacht. Ja, und dann hast du auch bald dann während deiner aktiven Zeit noch hast du dann angefangen damit. Also das will ich auch können. Das ist ich habe ja in der aktiven Zeit noch angefangen, aber nur ganz begrenzt, weil es Golf ist auch teilweise Kraftsport, man muss aufpassen, dass man sich nicht verletzt. Ja. Ist nicht so einfach, ist sehr technisch anspruchsvoll. Und ja, und nach der Karriere habe ich dann intensiver angefangen mit Trainerstunden und so weiter und spiele das heute noch, ja. Ja. Mehr oder weniger auch erfolgreich, habe schon ein paar Turniere gewonnen. Aber wir wissen, es ist ein Amateursport, aber macht riesen Spaß und es geht auch vom Körper, wenn man es richtig spielt. Ja. Ja, das weißt du ja am besten. Ja, wir haben auch schon mal zusammengespielt. Ja. Aber was ja viele wahrscheinlich nicht wissen, ist, dass du mit Hansi zusammen auch einen Podcast machst. Manni und Hansi oder Hansi und Manni, weiß ich jetzt nicht so genau. Wie kam es eigentlich dazu, dass ihr beiden euch zusammengetan habt? Mich hat eine Agentur angesprochen und haben wir so mal Gedanken drüber gemacht, wer mit wem, wie das passen könnte, Nord gegen Süd, Ost gegen West. Ja. Dann hat das mit Hansi Gott sei Dank geklappt. Wir haben es auch länger nicht gesehen und wir haben immer noch ein super Verhältnis, über die Jahre schon, haben auch immer noch Kontakt gehabt. Auch mit den Förstern zum Beispiel habe ich immer noch großen Kontakt. Und wenn ich Utmin sehe, waren es auch immer. Und ja, das macht Spaß. Und wir haben jetzt uns festgelegt, dass wir die Europameisterschaft machen bis zum Ende. Das hat sich natürlich jetzt alles verschoben. Wir haben jetzt auch ein halbes Jahr Pause gemacht und ich hoffe, dass wir im neuen Jahr wieder losgehen. Schauen wir mal. Ja. Es war auch ein Problem, es sind ja Sponsoren dabei und das spielt alles eine Rolle. Und viele Sponsoren sind abgesprungen, auch in der Bundesliga und so weiter. Es wird alles weniger. Durch Corona. Weil wir spielen uns seit einem halben Jahr ohne Zuschauer. Das ist alles nicht so einfach. Ja, klar. Aber so viel auch dazu, dass du nicht gerne redest. Ne? Du machst auch einen eigenen Podcast. Also damit hätten wir das Thema dann auch komplett abgeräumt. Ja, kannst du abhaken. Ja. Lass uns mal auf den größeren Ball zurückkommen. Was glaubst du, wie lange dauert das, bis mal wieder ein HSV im Kreis der deutschen Nationalmannschaft unterwegs ist? Ein Spieler vom HSV? Ja. Buh, das sehe ich im Moment keinen. Klar, jetzt spielen sie vielleicht, auch zweite. Vielleicht, wenn er in der Bundesliga spielen will, der linke Verteidiger Leipold, der spielt ganz ordentlich, hat auch ein Jahr konstant gespielt, soweit ich das beurteilen kann. Und das ist, glaube ich, der Einzige, der da vielleicht mal eine Chance kriegen könnte. Du warst ja, wenn ich das richtig weiß, zu Zeiten, als noch Publikum erlaubt war, auch häufiger immer im Volksparkstadion, ne? Und guckst dir die Spiele an oder jetzt in der zweiten Liga weniger? Wie war das? Zweite Liga ist weniger, weil es auch uninteressant ist für mich. Zweite Liga
Ich bin natürlich abends immer da, um Freunde, Bekannte zu treffen und wir gehen da regelmäßig, was heißt regelmäßig, von 17 Spielen oder Heimspielen sehe ich vielleicht ja die Hälfte maximal. Mhm. Das reicht auch. Ja, trotzdem hast du jetzt wahrscheinlich... Ja, das Problem ist natürlich auch die Anstoßzeiten. Ne? Ja. Samstagmittag um 1, da gehen wir lieber Golf spielen. Mhm. Das macht mehr Spaß, als dazu zu gucken. Und ja, dann ist es halt je nachdem, wie die Termine liegen, geht man mal hin. Ja, trotzdem mal gefragt, auch wenn du jetzt dann doch ein bisschen Distanz hast, wie siehst du so den Start jetzt in die neue Saison? Kann man da schon was ableiten oder ist es einfach noch zu früh nach so wenig Spieltagen? Ja gut, der Start ist natürlich nicht schlecht mit glaube 16 oder 18 Punkten jetzt. Mhm. Das wäre okay. Sie müssen nur jetzt dranbleiben und konstant das durchstehen, dann haben sie dieses Jahr eine Chance aufzusteigen. Mhm. Was auch richtig mal auf einen jüngeren Trainer zu setzen, der jetzt eigentlich auch jetzt nicht so im Gegensatz zu Dieter Hecking, der jetzt schon sehr erfahrener war, oder ein anderer, der hungrig ist, der unbedingt das will, ist das ein guter Move gewesen? Das wird sich rausstellen. Wenn sie aufsteigen, ist natürlich der Größte, ist klar. Auch klar. Aber ich glaube, er macht einen bescheidenen Eindruck und einen soliden Eindruck, das ist auch okay. Man soll mal die Kirche im Dorf lassen. Ne? Bescheidenheit tut mal ganz gut im HSV. Und ja, bis jetzt läuft es gut. Nur die Saison ist noch lang. Es kommt noch keine, man weiß nicht, was passiert. Ja. Mit Unterbrechung und so weiter. Aber im Moment sieht es gut aus. Die Startphase war nicht schlecht. Bis ja, jetzt. Okay. Ich will jetzt nicht die ganze Vergangenheit aufarbeiten, aber trotzdem noch einmal kurz einen Schwenk nach hinten machen quasi. 2014, als HSV Plus dann kam, du warst ja damals in der Initiative HSV-Allianz und warst auch damit in der Öffentlichkeit und hast damals, ich zitiere mal, hab's mir aufgeschrieben, gesagt, hast gewarnt, der Verein und die Fans werden von HSV Plus nicht mitgenommen und hast befürchtet, dass der HSV verramscht wird. Fühlst du dich so im Nachhinein bestätigt, dass das eben ja genauso gekommen ist, viel Geld angesammelt und ja, rausgeblasen? Gut. Ja gut, wenn man so das sieht, was da an Geld, ich will nicht sagen veruntreut wurde, rausgeblasen wurde und ausgegeben wurde, ist schon Wahnsinn. Und das ist auch völlig unnormal. Und was noch schlimmer ist, es haftet keiner für, ja. Mhm. Keiner war es gewesen, ja. Jetzt sind wieder neue Leute da, aber es scheint ja, ich weiß nicht, wie das finanziell aussieht, es scheint ja so weiterzugehen. Und ja, die Zuschauer sind jetzt auch weg, Corona-bedingt, okay. Ja. Und das reißt auch jeden Monat ein Loch in die Kasse. Man muss mal abwarten, bis es im neuen Jahr weitergeht. Mhm. Na gut, okay. Letztes Jahr waren ja schon Vereine pleite, wissen wir alle, in der Bundesliga und der zweiten Liga auch. Bis der letzte Tranche kam von Sky, 250 Millionen, dann ging das Ganze weiter. Und wie es jetzt weitergeht, wir müssen abwarten, was passiert. Hm, ja, aber klar, ich meine, der HSV hat jetzt seit wie vielen Jahren 10-mal in Folge negative Bilanz gemacht. Ja, das Geld muss irgendwo herkommen. Dann sind Sponsoren abgesprungen und eine Stadionname steht noch aus und es wird, ja, nur die Gehälter sind nicht runtergegangen. Hm. Einer, der so ein bisschen auf deiner Position spielt, jetzt in der aktuellen Mannschaft, hätte auch mal eine Frage an dich. Hallo Herr Keitz, hier ist Jan Jamra vom HSV. Mich als aktueller Rechtsverteidiger würde interessieren, was denn Ihr größtes und wichtigstes Spiel für den HSV war. Größtes und wichtigstes Spiel? Da gab es ja einige, ne? Aber welches würdest du rausziehen? Ja gut, es gab einige Spiele, die wichtig waren, wo als wir in 70er auch mal gegen Abstieg gespielt haben. Aber das größte Spiel, was wir für den Verein gemacht haben, war... Ja, einmal Athen und vor 83 Athen und vor Real Madrid in Hamburg haben in Madrid 2-0 verloren und haben das Rückspiel dann 5-2 gewonnen. Da habe ich sogar noch zwei Tore. Das war eins der größten Spiele, an die mich erinnern kann. Und er hat in Hamburg, sage ich mal, die Luft gebrannt. Das war eine Atmosphäre. Da hat alles gepasst. Ja. Da sprechen die Leute heute noch von. Das war mit das größte Spiel, was wir gemacht haben. Ja. Hm. Hast du das nochmal gesehen dann irgendwann? Oder ich weiß gar nicht, wie das mit. Ja, ab und zu habe ich das nochmal gesehen im Internet und so weiter und auch mal live. Das war jetzt auch in der Pandemie, war es irgendwo zu sehen. Habe ich überraschend eingeschaltet oder eingezappt. Ja. Das Einzige, was mir nicht gefallen hat, war der Kommentator Fritz Klein. Ja. Ein Riesenspiel, aber der ist fast eingeschlafen draußen. Ja, das ist heute. Aber Fritz war nicht der Kerl dran. Ja, das war ja auch ein bisschen so wie bei dem Einspieler 82. Ich sage jetzt mal nichts, ihr seht ja sowieso, was passiert, da brauche ich ja nichts mehr sagen. Ne? Ja, unglaublich. Aber kann man bis heute nicht vergleichen, aber gut, war also. Ja, aber die Frage war gut, tolles Spiel. Das war noch, ja, war überragend. Hm. Da werde ich heute noch drauf angesprochen. Ja.
83 beim Europapokalsieg der Landesmeister gegen Juve stand ja auch standst du mit Horst Rubisch auf dem Platz auch zusammen, der jetzt ja wieder beim HSV ist. Wie ist euer Kontakt? Habt ihr jetzt auch mal gesprochen zuletzt? Und nein, zuletzt nicht. Wir haben immer Kontakt gehabt zwischendurch, als er noch beim DFB war, und haben uns immer zwischendurch mal getroffen und gesehen. Bei verschiedenen Veranstaltungen auch. Und es ist beim HSV leider 20 Jahre zu spät. Was soll ich dazu sagen? Ja, besser spät als nie, oder? Ja gut, besser spät als nie. Ich weiß nicht, was er jetzt, gut, er ist jetzt für die Jugend zuständig, das ist okay, aber seine Zeit ist, glaube ich, auch begrenzt. Er ist jetzt auch bald, wird auch bald 70, und ich weiß nicht, wie lange er da noch Lust hat, das zu machen, sie werden einen guten Nachfolger finden, der das ordentlich macht. Aber ich weiß nicht, was da genau passiert. Ich bin da nicht involviert im Moment. Ja, genau. Du hast ja die ganzen Jahre, du warst einmal... Aber vor 20 Jahren, Rubisch kannte jeden jungen Spieler in Deutschland. Jeden. Ja. Als DFB-Trainer. So ein Mann muss ich doch einbauen, muss ich doch fragen, was ist los, wen können wir holen und. Das sind jetzt 20 Jahre später. Gebe ich dir recht. Das ist ja, darf man gar nicht drüber nachdenken. Der HSV hat ja sowieso nicht so geglänzt damit, dass er frühere Spieler dann auch eingebunden hat, anders als jetzt andere, als es anderen Clubs gelungen ist. Ja, oder zum Beispiel, ich hatte noch ein Beispiel. Jetzt Bayern, vor 2 Jahren habe ich mit Karl Rummenigge und Hunter Jönes gesprochen. Wieso? Die hätten uns doch mal Spieler ausgeliehen, ja? Da war aber keiner in der Lage, mal Hoeneß anzurufen und sagen, du kannst uns helfen, ja? Ja. Wäre ja alles gegangen, nur, ja. Kein Kontakt, meinst du? Alle sind gut vernetzt, aber kein Kontakt zu Bayern. Ja, das ist bitter. Aber wie geht denn der HSV, da ist der HSV so mit seinen ehemaligen Ikonen, Legenden umgegangen in der Vergangenheit? Fühlst du dich okay behandelt oder wie ist es bei dir? Oh, okay behandelt. Was soll ich dazu sagen? So wie es so ist. Da kommt jetzt der Schweiger durch, dazu sage ich nichts. Ja. Nein, also das ist vieles verkehrt gelaufen, sage ich mal, nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen Spielern. Und ja, das liegt dann immer an den Leuten, die gerade da sind. Und ja, was soll ich dazu sagen? Naja, es waren ja relativ wenige. Bernd Wehmeyer ist aktuell noch da. Früher war mal Holger Hieronymus als Manager aktiv. Jetzt ist Horst Rubisch, du sagst viel zu spät. Aber es ist ja relativ überschaubar einfach gewesen. Ne? Und, ja gut, Wehmeyer ist jetzt schon lange dabei. Zudem habe ich natürlich auch immer, klar, immer guten Kontakt. Und es war auch der Einzige, der noch da war. Sonst habe ich da keinen mehr gesehen. Rubisch kam letztes Jahr und Hieronymus, die Zeit ist auch schon ein bisschen länger her. Ja, das stimmt. Damals war ja die Ausländerregelung eine ganz andere. Es durften immer nur ein oder zwei Ausländer pro Mannschaft spielen. Ich denke mal, das hat ja auch verhindert, dass dann der Transfermarkt so richtig in Schwung kam damals. Du hast ja dann bis auf die kleine Ausnahme Frankreich mit Bordeaux und Mühlhausen hast du immer für den HSV gespielt. Was hättest du denn rückblickend, wärst du gerne mal gewechselt? Ja, gut, das wäre heute nicht mehr möglich. Heute würde ich garantiert woanders spielen. Damals gab es auch ein Angebot von Juventus Turin. Kevin Keegan und ich, wir wollten beide nach Turin. Also Kevin Keegan hat ein Angebot und ich wäre da mitgegangen. 80 dann oder wann war das? Ja, das war 1980. Das Problem war nur, es durfte nur ein Ausländer spielen. Ja. Insofern haben wir dann beide abgesagt. Und gut, danach hat sich das schön geändert. Und ja, damals habe ich überlegt, das hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. So im Nachhinein kann man immer sagen, dass ich das gemacht habe. Und damals gab es eigentlich die Chance, nicht in Deutschland zu wechseln. Der einzige Verein wäre gewesen Bayern München damals. Klar. Ja, und die waren ja auch gut besetzt. Mit uns zusammen immer die Meisterschaft gespielt. Und heute haben sie natürlich mehr Möglichkeiten als Spieler. England gab es, wer ist früher nach England gegangen? Kein Mensch. Ja. Heute werden die zugeschüttet mit Geld aus England. Und das sagen die meisten natürlich nicht nein. Naja, gut, ich habe damals ja auch bei weitem. Und nur die Summe gab es sowieso früher nicht. Um die heute geht, ist ja Wahnsinn. Ja. Und wie war das damals mit Verteidigern? Die waren wahrscheinlich auch gar nicht so angesagt, auch international. Ne? Wenn man sich einen Ausländer geholt hat, hat man sich ja wahrscheinlich eher einen Stürmer geholt oder irgendwie so einen offensiven Mann, sage ich mal. Auch Offensivverteidiger war weniger angesagt. Klar, früher waren nur die Stürmer angesagt, Mittelfeld und Sturm. Aber heute werden auch Verteidiger geholt, das hat sich auch alles geändert. Ja, klar. Ja, ich hätte damals schon eine Chance gehabt. Wie hieß der Trainer von Arsenal London? Arsene Wenger. Mit dem habe ich guten Kontakt gehabt. Da hatte ich eine Chance gehabt. Der hätte mich auch wahrscheinlich geholt. Aber das war dann, dafür war ich dann schon zu alt. Ja. Ich hatte guten Kontakt zu ihm. Der mochte mich auch. Und da hätte ich auch eine Chance gehabt zu spielen. Und auch als Verteidiger. Ja. Ja, du hast ja damals auch mit und auch gegen. Heute kosten Verteidiger 80, 90 Millionen. Ja. Van Dijk, Liverpool und das wärst du auch. Die kosten dann mehr als Stürmer, ist ja irre. Ne? Ja.
Ich meine, muss ja sagen, ich weiß gar nicht, ich habe damals, da musst du mir mal helfen, am Anfang, als du angefangen hast, war ja viel mehr, hat man Manndeckung gespielt. Und wir haben angefangen mit Manndeckung, also du hast eine Aufgabe, du spielst gegen den und den, links außen und das machst du, den schaltest du aus und so hat man das Spiel gelernt. Wir haben erstmal Zweikampfverhalten gelernt, was sehr wichtig war. Das brauche ich dann, wenn ich eine Raumdeckung spiele, brauche ich auch ich muss Schnelligkeit haben und brauche ein gutes Auge, Spielverständnis, ja. Ja. Antizipieren, vorausahnen, aber das haben nicht alle. Wenn man das hat, dann kann man auch erfolgreich spielen. Und dann aber, dass du so marschierst, dass du nach vorne gehst, dein Spiel offensiver orientiert. Das hat sich im Laufe der Zeit entwickelt. Ich habe immer offensiv gespielt. Da warst du aber auch einer der Ersten, oder? In der Bundesliga, ja. Hm. Ich war auch der erste Verteidiger, der Manndeckung gekriegt hat. Das war auch immer schön. Ja. Aber dafür muss man sorgen. Dafür muss man sorgen. Ja, trotzdem hast du ja die ein oder andere. Es gab immer früher gute Linksaußen. Reinhard Geier, die Erwin Degremer-Zwillinge. Und da gab es schon ein paar Granaten. Und ja. Da muss man schon einen guten Tag haben, um gegen die zu bestehen. Ja. Und mein Ziel war es, links außen abzuschaffen, ja. Damit ich einen ruhigen Nachmittag habe. Und das habe ich dann irgendwann noch geschafft. Ja. Das Problem war, ich habe dann immer einen Gegenspieler gekriegt, ja. Ja. Der Mann, der gegen mich gespielt hat, weil ich offensiv gespielt habe. Ja. Trotzdem hast du da muss man sich auch wieder was einfallen lassen. Ja, ja klar. Trotzdem hast du ja auch immer wieder geschafft, eben deine legendären Bananenflanken, ne? Der Begriff ist ja nun eng mit dir verbunden. Speziell auf Horst Rubisch zu schlagen. Ja, wenn es aus dem Lauf nicht ging, haben wir versucht, einen Freistoß zu kriegen. Das geht ja. Dann auch immer. Und ja, Eckbälle, Freistöße, das war natürlich auch immer, da waren wir natürlich auch gefährlich und auch viele Spiele mit umgebogen und gewonnen. Ja. Täuscht der Eindruck oder ist das weniger geworden, dass die wirklich vom Ball wegschlagen? Heute schlagen sie mehr Richtung Tor, oder nicht? Ja, die meisten kommen ja gar nicht bis zur Außenlinie, bis zum Strafraum und so weiter. Das ist ja, entweder flanken viel zu früh und sie nutzen die Räume nicht über rechts oder über links. Das liegt am System, was sich geändert hat. Und auch ein Spielertyp. Ja. Und sie brauchen natürlich auch einen Mittelstürmer, der vorne ist und der mal einen Kopfball kriegt. Allerdings. Wenn ich den nicht habe, wird es schwer. Ja. Ja. Hat sich das so entwickelt oder hast du das speziell dann trainiert? Auch ich weiß, du hast dann später mit dem Langen hast du dann häufig dann auch nach dem Training nochmal geübt. Rubisch hat zuerst Laufwege mit Zebic trainiert, bis er nicht mehr konnte. Der hat ihm das beigebracht, die Laufwege. Und als er die hatte, war es für mich einfach, ihn zu treffen. Ja, okay. Aber wie habt ihr euch dann abgesprochen, ob du jetzt kurz spielst oder flankst oder lang? Hast du gesehen, wie er läuft? Ich habe das gesehen, wie er läuft, ja. Ich habe nicht nur auf den Ball geguckt, ich habe vorher geguckt, wer wohin läuft und so. Und dann wusste ich, wo er hinläuft. Und dann habe ich dann auch versucht, dahin zu flanken. Und das hat auch manchmal auf den Punkt. Wir hatten damals eine gute Quote. Von 10 Flanken kamen 6 an und normal sind 2, 3 drin. Manchmal war es auch nur 10-1, aber wir haben damit entscheidende Spiele gewonnen. Ja, ja. Okay. Du hast ja auch mit ein paar legendären Trainern auch zusammengearbeiten dürfen. Und zu einem hat noch jemand eine Frage an dich. Ja, hallo, lieber Manni. Sag mal, wir haben ja einige Trainer zusammen erlebt und Branko Cevic ist uns alle ja noch in guter Erinnerung. Hast du eine besondere Erinnerung an eine Trainingseinheit von ihm? Ja, das war Bernd Wehmeier, Clubmanager beim HSV. Ich habe dich erst gar nicht schnell Stimme erkannt. Ja, durchs Telefon. Ja, Cevic, es war ja irgendwie, da gibt es ja wirklich auch viele Geschichten. Erinnerst du dich an eine spezielle Übung unter Cevic? Ihr habt ja damals wirklich sehr hart arbeiten müssen. Spezielle Übung kann ja nur Laufen gewesen sein. Wir kamen aus Asien, aus Korea, aus dem Trainingslager zurück nach im Winter im Januar. Schnee und tiefer Boden und ja, sagte einer Training angesessen. Wir sind gelandet, nachmittags war Training. Sind wir auf den Trainingsplatz gegangen in Ochsenzoll. Da haben wir Läufe gemacht von 16er zu 16er. 10, 20, nicht 100%, aus 70, 80%, von 16er zu 16er, auf tiefem Boden. Ja. Kevin Keegan hat mich gefragt nach 50. Wie lange noch? Was machen wir noch? Ich sage, bleib ganz entspannt. Auf jeden Fall, wir haben dann bei 115 aufgehört. Oh Gott, oh Gott. Ja, und das war auch ein Punkt für Kevin, dass er irgendwann gesagt hat, mit trainieren zu viel. Was auch richtig war, das hat uns auch die Meisterschaft gekostet. Wir waren hinten raus in der Bundesliga, dann die letzten 3 Spiele haben wir Substanzverlust gehabt. Also wir konnten dann nicht mehr zulegen, was wir vorkonnten. Und das haben wir... Da haben wir 2 Titel im Training gelassen, ja. Ja. Wir waren Trainingsweltmeister. Aber danach kam dann Happel, der hat das dann wahrscheinlich ein bisschen besser justiert einfach.
Ja gut, wir hatten Alexander Ristich als Co-Trainer, der war für mich nach wie vor überragend. Und Hubble hat das halt dosiert. Der hat wenig geredet. Was mir kommt der dazu ganz recht, ne? Ja, kam ja ganz recht. Und wunderbar. Aber wenn er mal sauer war, konnte er auch richtig fluchen. Aber er hat nur eins gerne, wir haben offensiver gespielt. Wir haben ja die gleiche Mannschaft gehabt, wir haben offensiver gespielt, ein bisschen anders in der Raumdeckung und so weiter. Bei Zerbic haben wir zu defensiv gespielt. Mhm. Und das haben wir dann kompensiert. Haben noch zwei Spieler dazu gekriegt. Und dann lief das. War ja perfekt. Wir waren über Jahre eingespielt dann auch. Klar. Ich meine, das ist jetzt wirklich schon lange her, man kann das immer schlecht vergleichen, aber so ein Typ wie Happel, der nun wirklich ein Riesentrainer war, ich habe ihn ja nie live erlebt, würde der ja, heute funktionieren? Erlebt, er war mit Holland Vizeweltmeister, 78 in Argentinien. Ja. Dann hat er in Holland, da hat er schon die Raumdeckung gespielt, vom System her, der war überragend und hat nicht viel gesagt, aber legendär war als Mannschaftssprecher und geht's raus und legt was auf die Grasmatten. Das war die Besprechung. Der hat ja 20 Sekunden gedauert. Geht's raus und legt's was auf die Grasmatte. Da haben wir mal angeguckt. Ja, aber dann war klar. Dann machen wir das halt. Ne? Heute spielen wir Rasen. Ja, nee, aber welcher Trainer hat dich noch geprägt? So, du hast ja dann auch noch Bruno Klötzer, hat er dir auch viel mitgeben können? Das war ja davor. Der erste war Klaus Ochs früher, bei dem haben wir, da haben wir sehr viel mit Jugendspielern gearbeitet. Auch ich konnte jeden Tag mit der ersten Mannschaft trainieren in der Anfangsphase, als ich noch in der A-Jugend gespielt habe. Und das hat schon was gebracht. Also ich habe dann angefangen mit 72 Kilo und Kampfgewicht 72 Kilo in der Jugend und hatte dann, als ich austrainiert war, hatte dann so 82, 84 Kilo. Das war dann schon ordentlich und ja, dementsprechend hat man noch ein bisschen was drauf gehabt. Ja. Hat den Grundstein hat Klaus Ochs gelegt, dann kam Kuno Klötzer, der haben wir sehr gut trainiert, bei ihm waren alle topfit, haben auch die ersten Erfolge gehabt, nicht abgestiegen, Pokal gewonnen, Europacup, der Pokalsieger haben wir geholt mit ihm. Kuno war schon eine tolle Type, noch aus der älteren Generation, aber hat viel Spaß gemacht. Dann kam, glaube ich, Gutendorf, der wollte die Welt verändern, das hat nicht funktioniert und dann hat, glaube ich, schon noch kurz übernommen und dann kam Zebic. Zebic war gut für uns, hat trainiert, eisern, Disziplin. Wir haben nur zu defensiv gespielt. 1-0 hat ihm gereicht. 0-0, 1-0, 2-1 gewonnen. Und bei Happel ging es dann, da haben wir auch mal 4-2 gehabt oder 5-3 oder 3-0, 4-0. Da haben wir dann mehr Tore geschossen. Ja. Bist du eigentlich damals bis ja 71 dann nach Hamburg gekommen mit Gerhard Heidt? Hast du dich da schnell eigentlich eingefunden damals in Hamburg und bist du so mit der Mentalität klargekommen? Mit der Mentalität hatte ich nie Probleme. Wir hatten, wie war das? Wir haben zu dritt im Motel Hamburg gewohnt, im Grindel gab es ein kleines Motel Hamburg. Da haben wir gewohnt, die ersten zwei Monate und dann wurden wir bei Familien untergebracht in Norderstedt. Damals war das Familie Dose, werde ich nie vergessen. Da habe ich dann ein Zimmer gehabt, ich wurde da versorgt und das Training war ja nebenan. In der ersten Zeit, bis wir uns dann mal selbstständig gemacht haben mit der einigen Wohnungsarbeit. Das hat dann ein, zwei Jahre gedauert. Mm. Du hast ja dann damals auch noch, Uwe war ja auch noch da. Uwe ich habe mit dem dicken Seeler gespielt, Willi Schulz, dicke Seeler, wie die alle hießen, Hans Schulz, Bubi Hönig. Ja. Edge war im Tor, ja. Die ersten, die kamen, war ich. Dann haben wir Memmering geholt aus Bremen und Cargus kam noch dazu. Mm. Uwe war ja damals ein Vorbild, ne? Schorsch Volkert und Ole Björn Moser. Auch das waren die ersten fünf Einkäufe und die waren alle top. Drei Jungen in der Entwicklung und zwei Erfahrene dazu. Schorsch Volkert war ein Riesen. Der ist leider gestorben. Schorsch und Ole Björn Moser, beide leben beide schon nicht mehr. Mhm. Ja. Du hast ja auch mit so vielen geilen Kickern gespielt und auch gegen so viele Superspieler. Um das nochmal so ein bisschen praktisch zu verdeutlichen, würde ich dich gerne bitten, dass wir mal so deine Dream-Mannschaft entwerfen, so im 4-3-3 oder 3-4-3, wie auch immer. Gib mir doch mal ein paar Namen. So, wen würdest du ins Tor stellen? Ja, heute spielen wir 6-4-6. Da reichen Elfen nicht, ne? Mit Reserve. Oh, das Mikro ist mal runtergefallen. Kein Problem. Ja gut, früher gab es natürlich überragende Spiele von... Ich musste ja 3-4 Jahre warten, bis man dann das Spiel machen konnte. Wer hat gespielt? Beckenbauer, Vogt, Schwarzenbeck, Meier im Tor, ja. Uli Hoeneß, Rainer Bonhoff. Hat man kaum eine Chance gehabt zu spielen. Sondern vielleicht ein paar Länderspiele mehr gemacht. Aber klar, im Tor würde ich nennen Sepp Meier, Uli Stein, Rudi Karkus, mit denen ich alle gespielt habe. Und Sepp Meier war damals
der überragende Torhüter überhaupt. In der Abwehr Beckenbauer, Vogts, Karls, ja. Dann gab es natürlich auch ein paar gute Ausländer aus Italien, Caprini, Tardelli, Johann Greuff nicht zu vergessen im Mittelfeld, Kevin Keegan. Ja. Dann ein paar deutsche Spieler vorne, Rubesch, Fischer. Fischer war ja auch 82 dabei zum Fischer Beispiel. Da haben wir beide gespielt. Hat auch ein tolles, hat Lappler Wasser gemacht. Das 3-3, ne? Ja, genau. Rubisch aufgelegt, Fischer 3-3. Ja, dann beim HSV natürlich Dietmar Jakobs nicht zu vergessen als Vorstopper. Nogli, Magath im Mittelfeld. Ja, also du brauchst wirklich, du brauchst einen ganzen Kader und kannst dich gar nicht entscheiden. Wir haben tolle Leute gehabt und Wolfgang Rolf da. Auch unscheinbar, auch an Joschi Grof, der war für die Mannschaft damals, der viel gelaufen ist. Ja. Formel Wehmeier rechts außen, hat an linker Verteidiger gespielt. Also war schon eine lustige Truppe. Platini hast du ja auch erlebt, ne? Platini, Boniek, in Polen hatte ich gutes Verhältnis. Platini, mit dem habe ich noch Weltauswahl gespielt in Argentinien. Mm. Zico hat mitgespielt. Das war auch ein tolles Erlebnis. Vor 80.000 Argentinien beim 2-1 gewonnen. Mm. Berzot war Trainer, Weltmeistertrainer. Haben wir Putz, Pezza, Libero, Karls rechts, Concilia im Tor, werden noch gespielt. Zico, Platini, Boniek, Sturm. Ja, oh, dein Gedächtnis funktioniert aber noch ziemlich gut. Ja, also da kommt alles wieder hoch. Ne? 80.000 war überragend. Also es war nach der nach 78. Ja. War ein tolles Erlebnis. Ja, ich meine, wenn man so viele, auch das ist ja Reizüberflutung fast und dann in so einer Menge auch. Aber Maradona habe ich noch vergessen. Maradona, genau. Ja, Diego, ich habe zweimal gegen ihn gespielt oder mit ihm und ich habe noch ein Trikot von ihm, als er noch in Napel war. Haben sie mal in Hamburg ein Freundschaftsspiel, habe ich heute noch Trikot von ihm mit Unterschrift. Ja. Das könnte man eigentlich immer mal versteigern, ne, für einen Kunstbank. Ja, mache ich gern für dich, dann können wir es in der Liste ein. Ja. Nee, aber das ist ja schon wirklich eine ganze Menge. Passarella war ein überragender Mann von der Argentinier damals, der Kapitän von der Meistermannschaft. Wer hat noch das Tor geschossen? Mir fällt der Name nicht ein. Der war dann in Spanien, der Mittelstürmer von Argentinier. Das weißt du doch besser. Was meinst, wen meinst du jetzt? Der Mittelstürmer von Argentinier. Lange schwarze Haare. Ja, so ist das. Ja, da hört's auf. Kempes? Kempes, Mario. Ja, genau. Ein super Typ. Auch schon so alt, dass ich das noch ein super Typ. Hat Spaß gehabt, mit ihm noch zu spielen. Mhm. Es gab schon super Typen damals. Auch Johann Cruyff hatte ich vorhin erwähnt. Ja. Habe ich persönlich auch privat kennengelernt in Holland. Ein super Typ, ganz ruhiger und überragend als Mensch. Mhm. Wie Franz Beckenbauer auch. Wenn ich auch mal gut befreundet bin. Wir haben ein Jahr zusammen beim HSV auf dem Zimmer gelegen mit Franz. Das war auch eine tolle Zeit. War sensationell. Ja. Das einfach, wieso? Ja. Was war da besonders gut dabei? Ja, die Unterhaltung und so weiter und was wer da so alles anruft und was da drumherum passiert im Großen, das war schon interessant. Ja, na gut, auf jeden Fall hattest du mehr Unterhaltung wahrscheinlich als mit Felix Magath, mit dem hast du ja auch eine Weile auf dem Zimmer gelegen, glaube ich, ne? Da habt ihr nicht so viel gesprochen. Ist ja auch nicht so gesprächiger. Wir haben 83 auf dem Zimmer gelegen in Athen und haben wir nachts abends vom Spiel auf dem Balkon gestanden und haben draußen abends nochmal ein Glas Wasser getrunken, glaube ich. Wir haben es doch kurz unterhalten, dass er von Mainz zu morgen sagt, ja, Mama, das gewinnen wir morgen, sagt er. Ja. Dass er nur das Tor schießt, konnte ich nicht an. Aber er hat recht gehabt. Aber ich hätte fast das 2-0 gemacht. Nur Boniek stand auf der Linie und hat einen runtergehauen. Dann wird das Ganze. Also das Spiel hätte damals ausgehen müssen, 5-3 für den HSV, wenn alles reingegangen wäre. Okay. Aber 1-0 hat auch gereicht. Ja. Ihr habt ja dann später auch mal sogar zusammengearbeitet, als er Trainer in Frankfurt war, warst du Co-Trainer? Ja. Jetzt ist er in Würzburg, jetzt mal ganz spontan irgendwie, aber so als Trainer, ist er als Trainertyp jetzt nicht mehr gefragt? Wollen die Leute, ist er einfach veraltet oder wollen die Leute das einfach nicht mehr hören? Ja, Felix, die Karriere ist dann irgendwann auch vorbei und irgendwann ist auch gut. Jetzt macht er noch Manager da und ist auch völlig in Ordnung. So ein fließender Übergang, sage ich mal, oder ein ruhiger Übergang, aber war ja lange genug Trainer und irgendwann ist auch gut, glaube ich. Ja, klar. Ja, was mich, weil du das vorhin so mit diesen auch Weltauswahl und so vor 80.000 und weil du auch so viele große Spiele erlebt hast, wie schwer ist dir das damals gefallen, dann auch irgendwie in den Alltag zurückzukehren und dass dann, man wird nicht mehr so oft angerufen, man fällt aus dieser Traumwelt dann wieder zurück ins normale Leben. Ja gut, es war ja keine Traumwelt, aber es war ja auch ein bisschen harte Arbeit. Ja. Aber als ich aufgehört habe, das war erstaunlich, das hätte ich nie geglaubt, von heute auf morgen hat keiner mehr angerufen. Ja. Gut, Freunde, Bekannte, klar, aber sonst... Also wir Journalisten eben nicht mehr, ne? Ja, das war ein Traum, das war zu schön. Ja.
Und irgendwann habe ich gedacht, da stimmt doch was nicht. Da habe ich mal angerufen. Ja. Deswegen haben wir auch wieder Kontakt gekriegt. Ja, 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 schön. Nee, was so bundesweit war, da haben wir immer Leute aus Frankfurt und die was wissen wollen. Früher wurden auch die Spieler gegeneinander ausgespielt. Ja, der muss spielen, der muss spielen. Da gab es ja Kölner Liga, Gelsenkirchener Liga, Südliga, Stuttgart, Hamburg. Ja, da wurde immer gefalscht, wer spielt, wer wird reingeschrieben, wer wird rausgeschrieben. Und die haben da dann nicht mehr angerufen, da war ich ganz froh drum. Ja, ja gut, darauf kann man natürlich verzichten. Kann klar. Man drauf verzichten, klar. Ja, logisch. Ja, Manni, wir sind am Ende angelangt. Ich kann dich aber natürlich nicht entlassen ohne die letzte Frage, die wir allen Gästen stellen. Da kommst du auch nicht drum herum. Die lautet nämlich, wann steigt der HSV wieder auf? Ja, das ist eine gute Frage. Bitte um kurze Antwort. Kurze. Ich wollte gerade ausholen. Sie haben sich jetzt, ich will nicht sagen festgesetzt, zwei Ligas. Das erste Jahr war schwer, das zweite war natürlich enttäuschend, aber im Moment sieht's gut aus und ich hoffe natürlich klar, dass sie gehören in die ersten Liga. Das Problem ist dann, in der ersten Liga zu bleiben, ja. Mhm. Mit den Voraussetzungen, die sie jetzt haben. Das hängt auch mit dem Geld zusammen, ja. Ohne Geld reisen sie heute nichts mehr. Und ja. Wäre natürlich schön für alle, dass wir der Erstliga-Fußball in Hamburg haben, ist völlig klar. Und dafür kommt eigentlich nur der HSV in Frage. Sehr gut. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall vielen Dank, Manni, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat viel Spaß gemacht, auch über die alten Zeiten ein bisschen zu plaudern. Und danke auch, ja. Wünsche dir alles Gute. Danke, danke. Ja. Ja, und wir hören uns dann wieder in einer Woche nach dem Bochum-Spiel, nach dem hoffentlich erfolgreichen Bochum-Spiel. Bis dahin bleibt gesund, alles Gute. Und ihr wisst ja, in Hamburg sagt man Tschüss, das heißt bei uns auf Wiederhören. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.